Und wie immer gilt, vor der Nummer 1 gibt's noch die Plätze 10 bis 2 im Schnelldurchlauf. Mit einem Duett mit Alicia Keys und einem Track von den Neptunes bringt Usher sein aktuelles Album bald nochmal raus. Bis dahin fällt er mit Yeah von der 7 auf die 10. In den Albumcharts gehen Nightwish mit Once direkt auf Platz 1. Da leiden natürlich die Singleverkäufe. Nemo fällt von der 6 auf die 9. Selbstbefriedigung, das war besser als Sex mit dir, disst Frankie Amon und schimpft sich sofort auf Platz 8 mit Fuck You Right Back. Well, guess what, yo, fuck you right back. Na, wenn das kein Gütesiegel ist, der Allgemeine Deutsche Tanzlehrerverband empfiehlt Schokolade von Soul Control hoch von der 11 auf die 7. Drei bis fünf Monate Pause, das prognostizieren die Ärzte nach Britney Spears Knieverletzung. Every Time fällt von der 5 auf die 6. Alexander hat sich total verändert, sagen seine Freunde, aber nur rein optisch. Mit Sunshine After the Rain geht's direkt auf Platz 5. Nach dem Diamantenraub im UK erwägt Mario Winans nie wieder nach England zu kommen. Auch I Don't Wanna Know geht ganz beleidigt von der 3 auf die 4. Tja, und Eamon gewinnt das Duell gegen seine angebliche Ex Frankie haushoch. Auch in der 8. Woche hält Fuck It Platz 3. Das war ja klar. Haiduchi schafft es mit Dragostea Dintei nach gut 2 Monaten glatt auf Platz 2. Dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar nu.